Retro Gaming. It's Atari time. Atari. Atari 2600. Enjoy my channel and have fun. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und heute zeige ich euch einen weiteren Hack auf dem Atari 2600. Und ratet mal, was das hier sein könnte. Ich spiel's mal kurz an. Was war das? Okay, ich spiel's mal kurz an. Diese kleinen blauen Dinger, die muss man einsammeln. Bei allem anderen sollte man eine Kollision vermeiden. Boah. Wings of Death heißt das Ding hier. Oh, schlecht. Vielleicht ist der ein oder andere schon drauf gekommen. So, jetzt will ich es aber mal schaffen, hier genug von diesen blauen Punkten einzusammeln. Was könnte das sein? Was ist wohl das Original? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich doch wieder nach oben. So. Ja, shit auch. Also, ja, vielleicht habt ihr es ja erkannt, das Original zu dem Ding hier ist Sequest. Und ich finde, dieser Umbau, der sieht noch eigentlich ganz cool aus. Also da haben sie sich was einfallen lassen. Und jetzt will ich es aber mal packen hier, wenigstens einmal. So. Nix. Weit und breit. So, jetzt. Eigentlich noch ziemlich witzig gemacht, dass man jetzt hier ein Drachen ist und dieses Geflügel da abschießen muss. So, jetzt muss man wieder nach oben. Na, ich hoffe, es gelingt mir doch wenigstens einmal. Na, sieht so aus, als ob diese fliegenden Viecher die blauen Punkte irgendwie mitnehmen. Ja, tatsächlich. So, jetzt blinkt das da unten. Jetzt kann ich das oben abliefern. Jawohl, weiter geht's. Hui. Macht genauso viel Spaß wie Sequest. Von Sequest habe ich ja auch das Originalmodul und ich habe es tatsächlich ans Laufen gekriegt auch, nachdem ich das ordentlich gereinigt habe. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal auf dem Atari dann zocken. Oh, neues Level. Die Viecher haben eine andere Farbe jetzt. Also ich finde diese Version hier richtig geil, muss ich sagen. Hat jetzt nichts mehr mit U-Booten zu tun. Oh, ich kann auftauchen. Also auftauchen ist gut. Ich kann mit dem Drachen auftauchen. Mit dem U-Drachen. Mit dem Drachenboot. Interessant ist auch, dass diese einzusammelnden Punkte sich zum Teil atypisch verhalten. Ja, also es gibt schon zum Teil ein paar richtig coole Hacks auf dem Atari. Oh, das gibt's ja nicht. Es ist nicht einfach. Oh. Vor allem, je öfter man nach oben kommt,
desto höher ist der Schwierigkeitsgrad. Diese Biester sind gar nicht so leicht zu treffen. Jetzt hoch. Ja, da habe ich es wenigstens noch einmal geschafft, bevor ich wahrscheinlich gleich ins Gras beiße. Boah, die fliegen so blöd. Das gibt's gar nicht. Man erwischt die kaum. Ja, und das ist sowieso fies. Letztes Leben, so wie es scheint. Dich habe ich. Nein! So doof. Ja gut, da habt ihr das mal gesehen. Die gehackte Version von SeaQuest, die sich dann hier Wings of Death nennt und wo sich das U-Boot in Drachen verwandelt hat. Auf jeden Fall auch ziemlich gut spielbar und auch mindestens genauso schwer wie SeaQuest. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Ich sag ciao, bis dann, bleibt mir treu, bye bye.